Hey, ihr Lieben! Ja, heute mache ich mal das Video, da mein Herrchen ist zu flach, liegt mit Grippe. Ne? Denkt an das wunderschöne Buch. Dann wollen wir mal anfangen. Es gibt wieder ein Gerücht. Ne, gar nicht, war aber anders. Na. Und zwar geht das um eine Sturmkante, die im Sommer wohl ablösefrei kommen könnte. Der gute Mann heißt Mohamed Konate, ist 26 Jahre alt, Angreifer. Könnte wohl im Sommer ablösefrei nach Werder kommen. Wollen wir mal gucken, was der alles kann. Das ist jetzt bei Wikipedia. Geburtstag hat der gute Mann am 12. Dezember. Ist 1,90 groß, ist ein Stürmer. Wollen wir mal die Leistungsdaten gucken. Staatsangehörigkeit ist Wakania. Faso, da ist er auch Nationalspieler. Hat 28 Spiele gemacht, 11 Tore, eine Vorlage, eine gelbe Karte. Startelfquote 69%, Spielminuten 68%. Torbeteiligung 36%. Werder ist eingestiegen mit 17% Wechselwahrscheinlichkeit. Hauptposition Mittelstürmer, da Füllkrug ja nicht mehr da ist. Aktueller Marktwert ist 2,5 Millionen Euro. Das ist ein Rechtsfuß. Na, da kam er mal ablösefrei. Komplette Leistungsdaten. Ja, Marktwert 2,5 Millionen. Mittelstürmer. Premier League hat er 28 Spiele. Russischer Pokal. Da war er mal nicht im Kader, da war er nicht im Einsatz. Krank war der nicht, da war er nicht im Kader. Da war er jeweils ohne Einsatz. Scheint also ein ganz guter Spieler zu sein. Nicht oft krank oder verletzt. Was meint ihr? Kommt der oder kommt der nicht? Bekommen wir den oder bekommen wir den nicht? Also er ist nicht oft verletzt. Scheint ein recht guter Spieler zu sein.
Gar nicht mal so verkehrt. Aber wir haben ja noch unser Buch. Mein Schatz hat ja ein Buch geschrieben. Die Beste im Mord, die Leiche tanzt um Mitternacht. Also ich kann das nur empfehlen, ich habe das schon durchgelesen, es ist echt spannend, macht auch echt Spaß, das zu lesen. Ich kann es nur empfehlen, das mal durchzulesen. Das ist echt ein schönes Buch. Jetzt kommt die Urlaubszeit, kann man das schön mitnehmen und im Urlaub lesen. Ich finde den gar nicht mal so schlecht, den Spieler. Den Mohammed. Wer da hat auch Konkurrenten? Premier League Rückkehrer, Stade Best und Olympia Quirin City. Das sind die Konkurrenten, die ihn wohl auch haben wollen. Aber wir stehen da gerade mit 17% drin. Ja, was meint ihr? Kriegen wir den Spieler? Können wir den gebrauchen oder nicht? Also ich finde den gar nicht mal so schlecht, den Spieler. Wäre echt ein guter Spieler. Echt guter Füllkrug-Ersatz. Nee, abbrechen.